Also man muss ja von vorne weg sagen, wir haben zusammen studiert und wir sind Freunde alle miteinander. Deswegen ist das Verhältnis natürlich immer auf so einer freundschaftlichen Ebene zu sehen. Dadurch, dass wir aber alle Kunst machen und auch versuchen, einen professionellen Anspruch darin zu haben, muss man manchmal so ein bisschen über diese Grenzen der Freundschaft so ein bisschen hinwegsehen und auch manchmal sich ehrlich kritisieren und auch ehrlich genug sein zu sich selbst, auch diese Kritik anzunehmen. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass es irgendwie was mit diesem Viertel jetzt großartig zu tun hat. Wir haben einfach gedacht, cool, es läuft, die Miete ist nicht so teuer. Aber es war ein Friseursalon vorher. Irgendwie saßen wir dann in der Pizzeria da vorne und haben so rumüberlegt und dann fiel mir so ein, dass es ja irgendwie in Frankreich den Salon gab und überhaupt diese ganze Salonkultur. Und irgendwie passte das zusammen wie so ein Teekesselchen, ja? Also der Salon als der Friseursalon und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, Salon, Atelier, cool. Ja, das ist halt jedes Mal vor jeder Ausstellung, ist halt jedes Mal das Gleiche. Man ist immer so aufgeregt und überlegt, wer kommt denn jetzt und wird das überhaupt richtig voll und sowas. Aber das wird schon. Auf jeden Fall, also das ist natürlich schon eine Last, die jetzt auf den Schultern lag die ganze Zeit. Man hat die ganze Zeit Erwartungen gehabt, die man natürlich gerne erfüllen möchte. Und ja, jetzt ist der Tag der Ausstellungseröffnung, noch eine Viertelstunde bis zur Rede und ich glaube, dann ist wirklich alles weg und wir fühlen uns einfach nur noch glücklich und sind froh, dass es jetzt vorbei ist oder dass es jetzt geschafft ist. Einmal Sechste. Auf einen tollen Abend. Yeah. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss.